Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid hier im 83. Teil des Car Mechanic Simulator Let's Plays. Jo, wie man sieht, es ist wieder gut gefüllt hier, meine Werkstatt. Und ich habe hier ein paar Schätzchen ausgegraben, aus dem vom Parkhaus hierher verfrachtet. Und zwar wollte ich ein paar schöne Schlittchen nochmal komplett technisch neu herrichten, da diese optisch schon sehr gut dastehen. Wie zum Beispiel jetzt dieser Bolt Reptilia S. Der ist ja optisch in einem einwandfreien Zustand, allerdings die Technik lässt zu wünschen übrig. Kaufpreis, ich habe irgendwas bezahlt zwischen 40.000 und 45.000 Dollar. Und dann würde ich sagen, wenn er schon mal ganz dekorativ dasteht, fange ich doch auch gleich mal mit ihm an. Ja, ich werde jetzt so wie immer traditionell beginnen mit der Motormechanik, diese auseinanderzubauen. Oh, das sieht ja furchtbar aus. Wirklich, das geht gar nicht. Deswegen, ja, lasse ich jetzt mal keine Zeit verstreichen und würde sagen, legen wir gleich los. Ja, wie gesagt, Kaufpreis irgendwas zwischen 40 und 45. Wenn der Wagen fertig hergerichtet dasteht, meine ich, könnte ja irgendwas um die 100.000 bringen. Vielleicht sogar weniger, vielleicht auch mehr. Ich lasse mich da überraschen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich genau dieses Modell als Cabrio schon mal restauriert habe. Daher bin ich jetzt mal ganz vorsichtig optimistisch, ob das ein guter Gewinn wird hier. Wir werden sehen. So, jetzt einmal Lüfter weg. Der stört immer so. Ja, Servopumpe. Zündspule. Genau, was rede ich denn da? Ja, genau. Generator. Samt Halterung. Na, komm. Aber ich meine, ich habe schon mal so einen ähnlichen restauriert. Also da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Aber welche Episode? Keinen blassen Dunst. Es waren schon mittlerweile so viele Fahrzeuge. Tut mir echt leid, keine Ahnung. So, Abgaskrümmer. Kipphebel Bridge. Hey, das ist ja super. Das dauert dann nicht so lange mit der Demontage. Allerdings Ventilstößelstangen. Das dauert dann natürlich etwas länger. Na komm. Obwohl, es geht. Ist jetzt nicht so schlimm. Genau, Zündkerzchen. Zack. Na, was ist denn jetzt los? Ach, klar. Der Ansaugkrümmer muss auch runter. Aber jetzt, genau. Zack, 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 zack. Bremskraftverstärker. Dies und das und jenes. Na komm. Ja, das ist ein wirklich wunderschöner amerikanischer Klassiker. Gefällt mir auch unheimlich gut. Und sollte normalerweise auch ziemlich viel wert sein. Wie viel ist natürlich immer die große Überraschung zum Schluss. Hängt natürlich immer ab von den Teilen, die verbaut werden. Ob das Serienteile sind oder Tuningteile. Welche Räder drauf montiert werden und vor allem Reifen. Weil die machen irgendwie den meisten Preis aus hier im Spiel. Das ist der Hammer, echt. Ja. So ist das Ganze. Ah ja, Wasserpumpe. No. Ah, jetzt. So. Kette. Noch kein Lennonbad. Hallo. So. Ja, das war's vorerst hier von oben. Dann heben wir mal auf den Kollegen. Wow, der ist also optisch nochmal komplett restauriert. Das ist schön.
Sehr schön. Okay, ja. Nein, aber doch. Länger. So, der Ölfilter. Aha. Flexor hier auch. Der Mittelschalldämpfer. So. Oh, jetzt sehe ich irgendwie gar nichts mehr. Der Querlenker im Auge, hui. Stange. Halt genau unten. So. Sehr schön. Ja, jetzt ist das Fahrwerk dran. Jetzt geht's dem Fahrwerk an den Kragen. Also ich schätze mal, diese Restauration wird jetzt auch nicht so teuer, muss ich sagen, weil es sich hier wieder um einen 8-Zylinder-Motor handelt und wer meine Videos kennt, weiß, dass ich, was 8-Zylinder-Motoren betrifft, außerordentlich gut ausgestattet bin, also meistens zumindest. Und deswegen, was ich nachkaufen müsste, normalerweise nicht so teuer sein soll. Aber das werden wir sehen, ob das was wird. Ob das was Billiges wird, so rum. Das was wird, das sowieso, also ich hoffe schon, dass da alles problemlos läuft, aber normal sollte das auch zu bewerkstelligen sein, das Ganze. So. Sehr schön. Spurstange. Lenkgetriebe. So, Axtträger. Jawohl, läuft doch. Jetzt ist gleich das Fahrwerk vorne komplett demoliert. Demontiert. Demoliert auch, ja. Das natürlich auch. So, die Lagerschalen sind draußen. Okay. Passt, dann kümmere ich mich nun um hier die Übersetzung. Okay, hallo. So, jetzt. Einmal Kardan Wellen. Schön. Getriebe. Sehr schön. So, der Motor ist weitgehend blank. Dann kümmere ich mich jetzt nun mal um das Fahrwerk hinten. Hier vorne muss ich nur noch die Kolben rausziehen und die Kurbelwelle und dann kann ich den Rumpf auch schon rausziehen. Okay. Also bis jetzt, muss ich zugeben, geht es relativ fix, das Ganze. Ich habe gedacht, das wird ein bisschen länger dauern. Aber sieht gut aus. Ja, die Hinterachse hier bei diesen älteren Fahrzeugen, die lässt sich immer so schön zerlegen, weil diese Multilenkerachse, die ist ja echt katastrophal, was das Schrauben betrifft. Da bist du beschäftigt mit Buchsenlager ausbauen, einpressen und oh, Wahnsinn. Aber so, ganz okay.
Aha. So, Akschenkel, jawohl. Ah, klar, Platte muss runter. So. Sehr schön. Nun ist der Wagen fast blank. Zumindest technisch. Moment. Hallo, jetzt muss ich irgendwie den Mittelpunkt finden. Genau, hier. Hallo, komm raus, Kolben. Zier dich nicht, du musst doch raus. Ja, aktuell besitze ich 36 Fahrzeuge. Warum ich mir so viele Autos gekauft habe, weiß ich nicht. Oder 35 um den Dreh müsste ich haben. Und ja, ich war da irgendwie zu häufig im Auktionshaus beim Einkaufen. Und so hat sich mein Fahrzeugbestand irgendwie, ja, ist ausgeartet komplett. Und jetzt muss ich wirklich ordentlich ausmisten. Deswegen bin ich jetzt dabei, einfach querbeet ausmisten. Hier diesen wunderschönen Pagani, den möchte ich als nächstes restaurieren, da dieser das meiste Geld bringen wird. Okay, sehr schön. Na dann, tun wir mal schön alles überholen. Ja, sieht gut aus. Oh ja, doch, da ist allerhand noch reparabel zum Glück. Das sieht sehr gut aus. Uiuiui. Ja, wunderbar. Ja, dann schauen wir jetzt noch mal kurz den Fahrzeugwert. Also die Karosserie, die komplette ist 15.210 wert. Okay. Jetzt gucken wir, dass wir den Gewinn so richtig schön nach oben pushen. Ja. Motor ließ sich wieder herstellen. Genau. Zündverteiler, Tuner, Variante, Zündspule. Zack. Batterie. Zack. Und so läuft das Ganze. Hier Kraftstofffilter. Zack. Das geht noch nicht. Geht auch nicht. Was brauchen wir noch? Kühler. Jawohl. Zack. Ja, momentan Bremskraftverstärker, genau. Okay, das war's von oben. Dann machen wir schön von unten weiter. Aus Tennessee. Da gibt es doch, glaube ich, diesen bekannten Whisky oder so, ne? Mhm. Naja, wer es mag. Also Whisky ist nicht so mein Ding, also generell. Alkohol ist nicht unbedingt meins. Hin und wieder, ja, gerne, aber wirklich dann nur zu feierlichen Anlässen. Aber sonst muss natürlich nicht sein. So, Spur, Stangenkopf, jawohl. Na komm. Na komm, komm, komm.
Ja, läuft doch. Stabi, jawohl. Fahrwerk. Da habe ich wieder mal ein paar vorbereitet. Sehr schön. Okay. Koppelstange. Super. Also hier gesehen sind wir eigentlich fast fertig. Radnabendeckel, der muss noch drauf, klar. Boah, jawohl. Na. Okay, Flammrohr. Flex war. Flammrohr. Ja. Gut. Ja, gucken wir mal, aktueller Wert. Hey, immerhin 26.000. Okay. Die Rohkarosse hatte irgendwas um die 15, glaube ich, noch einen Wert gehabt. Und jetzt gucken wir mal. Dass wir den Wert gut nach oben pushen. Na komm. Sehr schön. Na komm. Ah ja, Radlager fehlt ja auch noch. Hopp. So, Moment. Lagerbuchse. Meine Lieblinge. Von denen ich jede Nacht träume. Die Teile meiner Träume. So. Genau. Ah ja. Mittelschalldämpfer vom Tuner. Jawohl. So, hier Endschalldämpfer, hallo. Ja, auch hier noch einer. So, was fehlt denn noch? Ja, ein Hinterachsgetriebe, ja, beziehungsweise die Hinterachse. Genau. Super. Zack. Na. Na komm, sehr schön. Super, 1, 2, 3. Nein, 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 die Buchsen sind ja alt, ne? Tatsache 98%, das ist nicht gut, Leute.
Das wollte ich eigentlich so nicht machen. Moment, jetzt gucken wir mal. Ah, ich habe schon vier gebrauchte Buchsen eingebaut. Nein, 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 nein. Oh, nicht gut. Leute, das gefällt mir gar nicht. Nein, das ist schlecht. Muss ich gleich mal einkaufen gehen. Da muss man so aufpassen. Ich gucke nicht mehr auf die Prozentzeichen, also Zahlen, sondern nur auf das Grüne, ob das noch grün ist oder nicht. Und dann baue ich das einfach mal ein. Das ist, ja, Käse. Das ist nichts. So, dann kaufe ich gleich mal wieder Maximalbestand ein hier. Eieieiei. Das ist ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Echt, Leute. Das passt mir nicht. Aber andererseits jetzt... Gut, ich lasse jetzt die Buchsen drin. Das ist mir jetzt egal. Gibt es ein paar Dollar weniger. Aber naja. Daran soll es wirklich nicht scheitern. Zum Glück, Fahrzeuge haben wir ja noch genug zum Restaurieren. Von daher, passt. Das nächste Mal muss ich halt einfach wieder besser aufpassen. Weil ich möchte ausschließlich nur Neuteile verwenden. Und so wird es natürlich nichts. So, okay. Oh, gerne. Wo waren wir? Ah, bei der Hinterachse, okay. So, jawohl. Ja. Okay. So, dann machen wir hier wieder weiter. Schwungscheibe. Kupplung. So, nehmen wir die Tuner-Variante. Druckplättchen. Zack, zack, zack. Ausrücklager. Ja, habe ich sogar noch vom Tuner. Sehr schön. Kanon Wave. Ja, müsste ich noch ungefähr um die 60 Stück haben, wahrscheinlich von den Kanonwellen. Da habe ich auch gut eingekauft, viel eingekauft. Okay. Leute, hier, der Anlasser, der fehlt ja auch noch. Aber sonst, meine ich, sollten wir fast fertig sein von unten her. Ah, da habe ich was jetzt bemerkt. Und zwar Gummilagerbuchse wieder. Mein Albtraum. So, hier. Fehlt ja noch eine. Hallo. Ja. Ja. Das tut mir so leid mit dieser Gummilagerbuchse, aber was soll ich machen? Jetzt lasse ich die drin, weil ich muss die Teile auch irgendwie loswerden, die gebrauchten. Von daher lassen wir es einfach. Ich hoffe nicht, dass der Wert jetzt signifikant sinkt, deswegen. Das wäre jetzt natürlich nicht so gut, aber egal. Ich sammle Erfahrungspunkte und die brauche ich ja dringend. Das ist wichtig. Weil wie man sieht, mir fehlen noch ziemlich genau 475, ne? Bis ich dann endlich in Level 30 aufsteigen kann, weil dann kann ich endlich meine Werkstatt erweitern. Und dafür... Oder für das ist mir fast jedes Mittel recht. Auch wenn ich Gebrauchteile einbaue, das ist mir dann egal. So. Okay. Jawohl. Sehr schön. Gut. Noch kein Walle. Ja. Hier Klammer. Hier fehlt auch mal eine Klammer. Okay. Ja, so sieht es ganz gut aus bis jetzt. Okay. Jo, was macht eigentlich der Wert? Mhm. Naja.
Okay, wir sind jetzt ungefähr bei nicht ganze 55.000 Dollar. Ja, irgendwas zwischen 40, 45 habe ich ja bezahlt für den Wagen. Dann müssen wir gucken, dass wir das Ganze noch ziemlich gut nach oben pushen. So. Okay, ist noch 100%ig, das passt. Hallo. Hey. So, jetzt. Gehäuse Deckel, jawohl. Halterung auch wieder drauf. Lichtmaschine. Aha. Riemen. Ja. Nochmal Halterung. Zack. Servopumpe. Gut. So schön, ja, wunderbar. Ja, frontal sind wir fertig, ne? Okay. Dann hier geht's wieder weiter mit Kolben und Pluel. Pluel. So, hier machen wir auch weiter. Kolben. Ja, sehr schön. So, was macht der Wert? Ja, jetzt kommen wir langsam in die richtige Richtung. Also jetzt sind wir schon mal bei ja, etwas über sogar 62.000. Gut. Ja, komm. So, Zylinder Kopfhaube passt. Sehr schön, so wie es aussieht, alle drei Vergaser konnte ich wieder herrichten. Oder? Ja, sehr schön. Hat geklappt. Filter. Oha, okay. Sehr gut. Alles klar, Leute. Ah, Zündkerzen, dachte ich mir schon, da fehlt doch noch irgendwas. Kann denn noch nichts, kann ja nicht sein, dass schon fertig ist, ne? Okay. Hoppa, jetzt, jawohl. So. Jetzt kriegt er einen schönen Satz Tiona-Zündkerzen. Mit einer verbesserten Zündkurve. So. So, und schicke Zündkabeln. Haben wir welche vom Tuner? Nee, nur Original. Okay, egal. Dann bekommt er eben Original-Bauteile. Wie sieht's aus? Ja. Ziemlich genau 68.000. Okay.
Dafür, dass der Wagen eigentlich fast fertig ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewünscht, aber naja. Was der Mensch sich so alles wünscht, gell? Was er davon bekommt oder... Ja. Ist dann immer meistens eine andere Geschichte. Na komm. Na komm. Na. Sehr gut. Ein paar Ölwannen habe ich auch noch auf Lager. Dann denke ich, bin ich soweit fertig, ne? Sollte noch irgendwas fehlen? Ja, technischer Zustand 95%. Das ist daraufhin zurückzuführen, dass einfach die Gummilagerbuchsen nicht hundertprozentig intakt sind, die ich verbaut habe. Jetzt brauche ich natürlich nur noch einen Radsatz. Okay, ich bin jetzt bei, sagen wir mal, rund 70.000. Jetzt gucken wir mal, wie viel der Wagen mit einem schönen, respektablen Schlappensatz wert sein wird. So. Was nehme ich denn? Bedford. Die schauen toll aus. Okay, in der Dimension 20 Zoll. Vierfach, Einpresstiefe 15. Ja, genau. Alters. Slick Dominator, 2x20 Zoll. Hinterachse dachte ich an 200 und 305, genau. So, wenn schon, denn schon. Und vor der Achse dachte ich 2x275, das müsste reichen, genau. Sehr schön. Okay. Dann gucken wir doch mal, dass wir das Ganze verpresst bekommen. Wow, das sind Walzen, huh? Ja, für dieses Fahrzeug werde ich schon die Slicks brauchen, weil alles andere wird nicht hinhauen mit der Kraft und der Übersetzung, weil dann drehen immer die Räder durch mit dem billigen Reifen. Deswegen müssen es die teuren Slicks sein, damit die Bodenhaftung passt. Bei Regen sieht natürlich das Ganze anders aus, aber hier im Spiel regnet es ja nie. Von daher, alles cool. Also, ja, ja, ja. Ja, Leute, noch ziemlich genau 400 Punkte. Dann bin ich endlich im Level 30. Ich kann es kaum erwarten. Ja. Na, habe ich nicht mehr. Okay. Dann nicht. Jetzt warte ich noch kurz. Mach den Satz gleich mal schön fertig. Na. So. So. Ja, dann ziehen wir mal auf, ne? So, die 305er. Das sieht toll aus. Das gefällt mir. Vorne 275, genau. Wow. Heiß, echt. Sehr schick. Schick, 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 echt. Und vor allem dieses Fahrzeug hat sich natürlich respektable Schlappen verdient, da einfach technisch
und jetzt auch optisch vor allem in einem einwandfreien Zustand ist, na gut, technisch sagen wir fast einwandfrei, vergessen wir mal die vier Lagerboxen, die leicht gebraucht sind. Okay, sehr schön. Ohohoi, Leute. Fertig. Wow, das sieht so genial aus, echt. Ich wusste gar nicht, dass er mit 20 Zöller so genial rüberkommt. Ja, dann kippt man noch schnell Öl rein. Das muss natürlich sein. Hey, hey. Oh, okay, er ist randvoll. Sehr schön. Hopp, Klappe zu. Ja, den muss ich jetzt mal kurz wegverfrachten auf genau die zweite Hebebühne, damit ich den dann umparken kann. Sonst kann ich keine Probefahrt machen. Das geht dann leider nicht. Ja, verfrachten auf den zweiten Stellplatz. Wow, hey, das Ding glänzt und funzelt. Mache ich mal ganz kurz schnell ein kleines Foto. So, hoppa. Wow, haha. Schick, 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 echt. Okay. Passt. Dann schnell einsteigen und los geht's. Gucken wir mal, ob der Hobel überhaupt startet. Nein. Warum startet er nicht? Was hat er denn? Leute, der läuft nicht. Warum denn nicht? Irgendwas fehlt. Oh mein. Die Kraftstoffpumpe, wie konnte ich die vergessen? Naja, schaut mal her, Leute. Über 90.000, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ach. Okay, die Hebebühne ist frei. Dann verfrachte ich mal. Auf die erste. Naja, das nennt man Künstlerpech. So, wo sind wir? Hier sind wir. Ja. Ja, das Ding ist so fies, das versteckt sich so schön da oben. Okay, aber jetzt sollte er laufen. Jetzt habe ich echt einen halben Schock bekommen und dachte, warum läuft der Wagen nicht? Okay. Aber jetzt musst du laufen. Nochmal. Na also. Auf geht's zur VMAX-Strecke. Aha. Ja, da bin ich jetzt gespannt, wie der jetzt abzieht. Normal müsste er unheimlich gut gehen, der Wagen. Aber das sehen wir gleich. Okay, na dann Kickdown. Wow, das ist ein Sound, ha? Wow. Der klingt ja so fies, der Wagen. Echt, haha. Coole Sache. Oh nein, der hätte noch Leistungsreserve gehabt. Schade. So, machen wir einen kleinen Test. Ah, Moment, Moment. Ja. Keine Angst, das halten die Autos aus. Die sind gut gebaut. Oder besser gesagt, gut restauriert. So, zurück zur Werkstatt. Schön. Oh, ich habe ganz vergessen, wie toll der klingt, der Wagen. Echt, das ist ja ein brachialer Sound. Echt übel. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Echt total faszinierend. Na dann gucken wir jetzt mal, dass wir den auch wieder weiterbringen, den Kameraden. Und wie viel er nun wert ist. Also wert war, glaube ich, irgendwas um die 90.000, ne? So viel mal Daumen. Also haben wir gut verdoppeln können, den Preis. Jetzt mit der Kraftstoffpumpe, vielleicht ist er noch ein bisschen mehr wert.
Da will ich mich jetzt mal nicht festlegen, ob das auch so stimmt. Moment, das sehen wir jetzt dann gleich. Okay. Liebe Flunder, sag uns, wie viel wert bist du? Tam taratam. Ja, hey, hey, super. 92.000. Optimum, echt. Gut, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Aber jetzt an den Buchsen, da feile ich jetzt nicht mehr rum. Raus mit dir, 92.000. Ist schön, das ist Geld. Und auch nicht wenig. Und ich bin wieder back on track mit $305.000. Haha. Leute, wir sind auch schon am Ende angekommen. Es ist schon wieder soweit. Heute ging es relativ, ruckig, zuckig, sag ich mal. Bei 42 Minuten sind wir schon am Ende angekommen. Wow, das ging fix, wirklich. Alles klar, dann Leute, sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video super gefallen. Mir hat es auch sehr, sehr super gefallen heute. War toll. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Wem meine Videos gefallen, bitte, bitte abonniert mich und drückt auch auf die Glocke, denn dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich was Neues hochgeladen habe. Also, Dankeschön und bis bald. Ciao, ciao.